Oh, Trecker müde, Trecker schlafen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier zur neuen Folge im LS19 im Süden ohne Horst. Mit dabei ist der Michael, der Minimi. Moin. Und unser Lucifer, der dunkle Fürst. Moin. Moin. Ja, den ist was über den Leber gelaufen. So. Oh, der ist aber schnell durch. Das war aber schnell, zack, durch. So lange habe ich doch gar nicht jetzt Zwischenpause gehabt. Ja, paar Mal später platt. Lass ruhig platt machen, ich rauche mir nebenbei noch eine. Ja, dann rauch eine, dann gucke ich nochmal, dass ich da rein. Dann haben wir schon wieder unsere 200.000 zusammen. Ja. Nur drüber, ne? Naja. Ja, ist auch gut, deswegen haben wir ja den geholt. So. Ist die Frage, ob wir für die Kühe vielleicht was an Silage brauchen, was wir da so reinmachen, an Milchfutter oder so. Wie gesagt, wir nehmen aus dem großen Silo, was ihr jetzt hinten einfahrt. Ja. Ja, da würde ich erstmal gar nichts nehmen hier für die Biogas. Ich denke, das würde ich dann lieber, ja. Das würde ich dann lieber liegen lassen für die Kühe und so. Ja. Weil dann können wir lieber nachher nochmal zwischenzeitlich nochmal ein, zwei Felder machen hier mit Mais, die ansehen und dann neu. Und dann können wir diese Silo, der kleine Silo, dann für die Biogasanlage wieder füllen. Ja. Ja, vor allem haben wir, wenn wir die Kühe gut versorgen und wenn die viele werden, dann haben wir auch den ganzen Mist und so für die Dings. Also die kriegen wir schon versorgt. Milch. Ja, die genau. Milch haben wir jetzt nicht in BGA, aber. Ja, aber den Mist könnte man zur Not nehmen, wenn man ihn dann nicht vielleicht eventuell irgendwann doch als Düngermittel nehmen möchte. Oder wir haben eine Düngerproduktion, aber jetzt ich fange jetzt nicht an, hier Mist zu streuen auf die großen Felder. Warum nicht? Ich denke, dass doch hier biozertifiziert werden. Also, ja, auf dem Papier, auf dem Papier aber das. Ja. Wenn es auf dem Papier steht, wird es auch so gemacht. Ja, wir nehmen dann hier Mehl einfach zum Düngen. Okay. Du, ich hab wobei wir können ja auch diese Zwischenfrucht machen, damit kann man ja auch düngen. Ölrettich, ja. Ja, kann man, aber du, ich hab doch kein Schmerzmittel hier mit so einem alten Miststreuer hier auf dem Acker hin und her zu gurken. Okay. Dauert halt bloß ein bisschen. Ja, man muss ein vernünftiges Konzept dann haben. Ah, ich habe den Motor ausgemacht, statt vorwärts zu fahren. Man muss Konzept haben, was weiß ich, Förderband, dass es halt schnell gefüllt ist. Oder man holt mal mit Großen das ans Feld ran, ne? Dann geht das ja auch ganz gut. So, ich fahr go los. Ach, ich mach mal an auch. Das hilft manchmal. Ach ja. Ja, ich glaube noch eine weg. Und eine wieder zurück, dann haben wir es, glaube ich. Seid ihr mit dem Feld dann durch? Nee, ja. Dann haben wir die Insel nur freigelegt. Ach so, Gott sagen. Nee. Hier haben wir noch ein paar Bahnchen. Ich denke mal, so mit der Silvesterfolge könnte es passen. Ach, Fahrt, das wird schon vorher. Nee, alles gut. Dreh dich zum dunklen Fürst. Na, ich glaube, ich muss fahren. Da, jetzt dreht er. Na komm, Spritz. Der Fürst traut sich nicht näher. Jetzt kommt er. Kommt schon näher. Wie schnell fährst du überhaupt gerade mit deinem Hexer? 7. Wobei ich 7. Weiß, warte mal, ich glaube, ich kann schneller stellen, ja. 10. Ich werde 10. Na, aber das ist an die Karte. Oh, was ist denn hier? Mach Lack.
Einschmeißen. Drogen. Keine macht den Drogen. Nö, ist ja bloß ein Schmerzmittel. Mehr oder weniger. Das behauptet man von Drogen auch. Ach ja. Und go. So, ich glaube, wir können jetzt hinten durchfahren. Ich glaube, wir können jetzt hinten durchfahren. Ja, schauen wir mal, ne? Und das ist ja nicht mehr viel. Nee. Sag ja, wir haben schon gut was gefüllt. Ja. Aber ihr könntest auch mit 6 Mann gut zu tun haben, glaube ich, ne? Du überlegst, dass wir noch Felder brach liegen haben? Oder auch grundvorbereitet? Naja, was heißt unvorbereitet? Ich meine, die haben jetzt das eine Feld hier 50, 51, 52, da war ich ja gerade schon am Düngen gewesen. Ja. So. Und wenn das gedüngt ist, dann muss das hier bloß gekalkt und gepflügt werden. So. Und dann kannst du hier auch den ersten Dünger aufbringen und dann ist das Gaut. Was ist das? Gaut? Jo, dann ist das Gaut. Was ist ein Gaut? Gaul? Gut. Achso. So, ich fahre jetzt aber da vor dem Feld langfahren, ne? Ich nehme da dann äußeren Kreis mit. Genau, und jetzt hier so und dann. Aber ist geradeaus durch. Nee, nee. Weil dann kommst du nicht hinterher. Weiter, weiter, weiter. Ja, warte, jetzt habe ich hier gerade irgendwie. Ich wollte hier gerade nicht so richtig so weg dafür los rum jetzt hier. Mach Lack. Und ich kann auch weiterfahren. Kommst du besser rum. Da fließt das Geld rein, nur so in Scharen. Ich könnte, wenn ich dir noch einen zweiten geben, dann geht's doppelt so schnell. Wie soll ich denn das machen? Einfach ein Förderband dran gestellt und fertig. Nee, und dann das reinrieseln. Das ist doch so einfach. Ja, so nicht schlimm. Du musst es dann von der Seite aussehen, dann hast du hier nicht einen Abfahrer, sondern zwei. Oder einen, der verdichtet. Also jetzt aktuell wäre es... Ein Förderband reicht ja gar nicht bis dahin. Ja. Ne, da brauchst du mindestens zwei oder drei. Also ich kam mit dem Förderband nie klar. Wenn ihr wollt, holt's euch, klar. Boah, also wir haben das schon so oft verbaut, ne? Oh, da haben wir schon ordentliche Leitungen gelegt, so ist es nicht. Wir haben da schon teilweise... Also das war doch locker 400-500 Meter haben wir bestimmt... Ja, gut 300 Meter waren bestimmt, was wir da schon mal gelegt haben. Jo. Ich meine, gut, ein so ein Ding hatte dann auch ein Fassungsvermögen von 5 Millionen Liter gehabt. Die waren, davon waren zwei Stück voll gewesen, der dritte war in Füllung gewesen. So. Und dann wurden die Förderbänder rangestellt und dann war gut. Und da hast du gesehen, einmal in 24 Stunden hast du mal 1 Million auf dem Konto gehabt. Ja, das haben wir hier aber mit Minimi auch. Der ist auch so fast der gleiche Kurs. Nein. Also da kann ich nicht mithalten. Mit diesen Förderbandtechniken kann ich nicht mithalten. Ach ja. Der frisst ja immer Stück für Stück ab, wie so eine Fräse. Ich drehe hier. Kommunikation ist das A und O in der Landwirtschaft. Oh ja, wie man es nimmt, ne? Weißt du, du bist nicht der Kommunikationsfreudigste, aber. Aber ein Empfänger ist ja auch beteiligt an der Kommunikation. Ja, wenn er versteht, was man will, ne? Ja. Und da, wo ihr arbeitet, ist es ja auch sinnvoll, wenn man nicht über alles diskutiert.
Boah, hm. Ich krieg schon wieder einen Anruf. Ich werd gallig, ey. Warte. Ja, ich warte. Einfach, ich mach so lange weiter. Na, fahr. Dann fährt er nicht. Jetzt fährt er. Ich glaube, der füllt aber bei dir rein, ne? Obwohl der bei mir in eine andere Richtung schießt. Da hast du aber mal richtig voll gemacht. Ja, mehr ging nicht. Der sieht auf jeden Fall nett aus. Der haut das hier alles ins Feld, aber der haut, glaube ich, trotzdem beim so wieder da. Lucifer rein. Alter, ey. Mädel hat auch Arschlangenweile, ey. Da würde ich ein Video-Chat mit mir machen. Platten. Wenn sie nackt ist auf dem anderen Ende. Weiß ich nicht, ich habe ihn reingeholt, ich habe gesagt, das ist ganz schlecht, ich bin mitten in der Aufnahme und schieß. Die Alte ist nackt vor anderen Ende und er wimmelt sie ab. Ja. Ja, man muss Prioritäten setzen, ne? So. Weiter. Lemmy, du musst noch viel lernen. Nein, muss ich nicht. Ja, drücken. Hat mit meinem Rücken zu tun. Dann liegt man nicht mehr unten. Ja, oben aufliegen ist ja auch nicht. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts, siehst du? Das ist es ja. Weil ich hab die Erfahrung leider schon gemacht. Jetzt bist du voll da. Jetzt doch vorne ein bisschen, ne? Genau. Das ist halt nicht schön, aber selten. Zeug machen, ne? Ja. Er findet seine Lücken schon. Und gerade blöd ist, wenn du gerade schön am mit dem Mädel da am Kuscheln bist und dann macht sich der Rücken bemerkbar. Dann ist sofort Übungsende. Dann ist Kuscheln vorbei. Richtig. Und wenn das Mädel das nicht rafft hat, habe ich leider schon mal gehabt, dann haben sie runtergeschmissen. Oh. Muss sie durch. Dann packt er sie und schmeißt sie runter. Ja, vom Balkon. Nein. Man muss Prioritäten setzen. Ich hab sie bloß von mir runtergeschmissen. So. Mann. So, und zack ist die Folge ab 18. Du bist aber gleich voll, glaube ich, ne? Ja. 99 und voll. Dann stellen wir weg den Schnaps. Kannst aber vergessen, Junge. Bodo steht neben Rechner. Habe ich schon erwähnt, dass ich auf morgen Abend gar keinen Bock habe? Du, hätte ich da mit dem Rücken nicht, ich hätte schon gemacht. Du, ich hätte mich sogar, wenn es, sag ich mal, eine gemütliche Runde gewesen wäre, ne, hätte ich sogar so gemacht, dann wäre ich vielleicht sogar in der Kaserne geblieben. Da hätte ich mir auch nicht mal wieder einen genehmigt. Nee, ganz ehrlich. Nee. Dafür sind mir nicht die richtigen Leute dabei. Naja, wenn die richtigen dabei wären. Mach schon mal in der Zeit hier mal die Dings. Der sieht ja aus wie so ein kleiner Käfer hier. Oh, 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 oh. Mal hier ein bisschen Platz. Die Mauer kriegt ja schon mal nicht weggeräumt. Machen wir die Schweine ein bisschen sauber. Den kleinen gelben, den du da gerade hast, den hätte ich an deiner Stelle verhökert. Nein! So nicht. Den brauchen wir für die Stallung? Ja. Für die Stallung haben wir doch den anderen Traktor noch. Mit Frontlader. Ah, na, das ist ja noch mehr Spielerei. Der hat auch bloß ein paar hundert Liter. Boah, kann sein, weiß ich nicht. Lass mal den du da hast. Den passt schon. Der kleine gelbe ist schon okay. Na gut. Der macht das schon hier. Die Frage ist, ist der hinten gar kein Schwein? Liegt das daran, dass das vielleicht zwei Ställe sind? Kann das? Ich weiß es nicht. Natürlich gut möglich, ja.
Da hinten gar kein Schwein ist. Auch kein Schmutz. Wo auch nichts in den Dingern drin. Oh, Trecker müde, Trecker schlafen. Schon wieder. Stell dich hin. Problem ist, hier drin kannst du ja nicht mit einem anderen Trecker noch hin. Das so. So, hat ihn auch gebockt oder was? Ja, der ist an einer Mauer hängen geblieben und dann hat er sich hingelegt. Der ist müde. Mm-hmm. Zumindest habe ich schon einmal eine Drehung. Jetzt machen wir wieder zurück. Aber ich weiß auch nicht, warum im LS das so schwer ist hier, dass die Trecker nicht einfach mal stehen bleiben. Dass die Gewichtsverteilung so komisch ist. Tja. Eine Bordsteinkante und schon liegt das Ding. Mhm. Da guckt er mir zu. Hab ich letztens ein Video gemacht, wo ich den ZT auf die Seite gelegt habe. Also. Ja, wir haben Fotos gemacht für die Thumbnail. Ach so? Ja. Hab ich jetzt auch mal gemacht. Ja, komm. Wo nächste Foto? Ich mache auch mal ein Foto. Es liegt ja auf dem Rücken hier. Wie der Käfer. Muss erst wieder der Bergetrupp kommen, ja? Genau, lad mal. Ja, genau, das war zu schwer, die 16 Gramm. Mhm. Ja. Das war's für ihn. Bitte? Das war's für dich wohl. Ja, der bewegt sich jetzt gar nicht mehr. Das war. Das liegt ja nämlich komplett auf dem Dach. Ja, der bewegt sich halt nicht mehr. Jetzt können wir noch mal gucken. Aber hier vielleicht. Dann versuchen mit dem Kleinen dich aufzurichten. Weil ich glaube, mit dem Dicken kommst du bestimmt nicht rennen musst. Ja. Kannst aber auch nicht zu Michael sagen. Na klar. Was sagen? Ich mich ja nicht gleich wieder durchbeleidigen hier, ne? Das ist nicht nett. Mit dem Dicken kommst du auch nicht rennen. Aber guck mal. Im Bodenton wäre das die Kür. Ja. Oh ja. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um wenige Wochen. Gegenteil von gut gemacht ist scheiße durchgeführt. Und einfach nur mal ein bisschen hier. Ja, total, du kommst mit dem Dicken da nicht durch. Ja. Rein von der Breite her nicht reingepasst. Ja, aber nicht von der Höhe. Von der Höhe her leider nicht, ne. Ja, warte mal, ey, komm mal mit dem Traktor. Wenn ich hier schon mal bin. Gleich eine Rolle. Gleich hat er die Rolle. Ja, jetzt macht er Handstand. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja gleich mal den Mist gleich mal mitnehmen, der hier liegt. Ich habe hier 16 Gramm noch drin, die habe ich gerade ausgekippt. Ja, zur Not müssen wir einen ADAC anrufen, dann müssen wir es zum Händler schicken, aber. Ach, warte mal, ich komme jetzt mal mit meinem Traktor hier. Mit meinem Klein. Kann er in der Zeit schon mal platt fahren? Ah, jetzt macht er sich dünne oder was? Warum fährt er hier? Achso, weil ich Gas drücke. Nee, ich komme wieder, aber. Ich muss mal was anderes sehen. Jetzt kommst du nicht mit diesem kleinen Ding da, mit dem 2 PS Ding. Was heißt die 2 PS, Junge? Da bin ich jetzt gespannt, da bin ich jetzt gespannt. Hier runter. Ob das was wird, ob er den überhaupt aufgerichtet kriegt. Ja, ich glaube, wir müssen zurücksetzen. Aber wir haben noch die Hoffnung. Da kommt er. Der Fürst der Finsternis. Oh. Ich seh noch, komm hier, ihr habt beide Dinger gleich da auf der Seite liegen. Wenn ihr seid schon zwei Seiten voll. Er schiebt ja schon mal. Soll ich mal runter? Ne, so.
Noch weiter runter? Ja. Gut, so reicht. Halt. Okay. Mach mal eine Rundumleuchte aus, das sieht lächerlich aus. Das hat eh keinen interessiert. So, jetzt fahren wir zumindest schon mal raus. Und Michael kommt gucken, ich sehe ihn springen. Ja, mal gucken, was ihr beide hier bist wieder fabriziert hier. Sonst geht's, ja? Chef, wir brauchen einen neuen Spiegel. Wieso? Der Träger liegt drauf. Ja. Heb mal an, Lemmy. Heb mal an, heb an, heb an. Langsam, 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 langsam. Jo, siehst du da. So. Boah, der Profi hat's gemacht. Sag mal, das Kleine bringt's nicht. Ja, hätte ich jetzt nicht gesagt, was du machen sollst, dann hätt's wahrscheinlich noch geschoben. Ich hätte ihn ein bisschen nach draußen geschoben, dann hättest du mit dem Großen ihn aufrichten können, ha? Hätte ich auch gar keinen Schmerz mit. Kommen hier zwei Verrückte mit Traktor hier drin. Ich lauf, ich gehe lieber. Gucken, ob das jetzt hier klappt. Ja, jetzt nimmt er auf. Guck mal, war doch Premium. Premium war das. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.